schön groß sind wir jetzt, ne? Jetzt können die alle ins Balkon, dann trete ich so platt. Okay. So, da unten haben wir Eisenzwerge. Wie viele müssen wir denn besiegen? 5 Arbeiten unterbrechen. Den da zum Beispiel. Hui! Bam! Gerade gesessen. Und du da, du arbeitest, indem du wahrscheinlich rumstehst, aber ist egal. Hauptsache, ne? Bam. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut. Dann fliegen wir mal weiter. Wir sind in einen Kampf verwickelt. Na sowas. Wo ist... Ach, der Lehrwandler ist gerade voll fixiert. Sammeln wir erstmal 3 Steine, bevor wir jetzt wieder dahin latschen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. 3 Steine, da hinten ist noch einer. Die hier sind Elite, aber die können wir, glaube ich, jetzt platt machen durch den Riesenwuchs. Hat uns einer am... Nee. Oh, ein Stein. Boah. Riesenlaserdrache. Sehr schön. Na. Thanks, man. Und dann fliegen wir mal da vorne hin. Und wenn wir noch 3 Arbeiten unterbrechen. Lebt der? Ja. Nicht, dass ich hier versehentlich den falschen platt mache, ne? Wollen wir ja nicht. Friss Stein! Oh. Was? Nein. Dein Ernst? Jetzt hat die versehentlich den Stein geworfen. Ich werd bekloppt. Oh, ich will reiten. Ich will einen Stein. Ich will das nicht. Hör auf, im Kampf zu sein, du blöder Lehrwandler. Ist ja nervig. So, da brauchen wir ein Steinchen, Steinchen, Steinchen. Und da brauchen wir noch einen Stein rumgimpen. Der da zum Beispiel. Nehmen wir den. Der ist sicherer. Ach, da liegen ja jede Menge. So, was bestimmt auch witzig aussieht, ist, wenn man. Ich glaube, einen Schalopan reinzieht. Riesengroß. Pum, pum. Aber in Zeiten. Okay, okay. Nicht runterfallen. So, diesmal ein bisschen schlauer, bitte. Ich will auch Bäume werfen. Und friss Stein. So, super. Damit haben wir diese Quest auch erledigt. Platsch. Gehen wir mal zurück zum Chef. Mann, ich will nicht mehr verwickelt sein. Ah, dieser Lehrwandler, Freunde, der macht einen nicht zu schaffen. Was ist denn der? Hm. Ah, jetzt kommen wir wieder. Hallo, Herr Baum. Da bin ich wieder. Herr Baum. Der Herr Baum. Toller Typ. So schnell wir auch den Graben füllen, so schnell machen die Eisenzwerge ihn doch wieder frei. Wir werden die Stadt nicht allein durch den Angriff von oben einnehmen können. Ihr müsst den Irrenden helfen, die auf dem Platz unten kämpfen. Na klar. Die Söhne des Eisens haben ihre Runen benutzt, um viele meiner Brüder zu fesseln und benutzen sie dazu, die Belagerung von Tor Mordan zu beenden. Ich wünschte, wir müssten sie nicht bekämpfen, aber wir haben keine andere Wahl. Meine Riesen werden ihnen nicht lange standhalten können. Ich habe diesen irdenen Splitter mit einem Segen versehen, der unsere Verbündeten helfen wird. Nehmt ihn mit euch in die Schlacht in den Feldzügen im Norden und benutzt ihn, um meine Brüder Vertrauen und Stärke einzuflößen. Yo. Tötet alle Eisenzwerge, die sich euch in den Weg stellen. Na klar. Hast du noch eine Quest? Nein. Natürlich nicht. So, dann erstmal runter. Jetzt müssen wir ja auch noch... Warte mal. Norden? Ach hier. Euch. Ungültiges Ziel.
Schade. Ich dachte, das wäre einfach. Okay, aber wir müssen spezielle finden. Jetzt müssten ja eigentlich, glaube ich, auch die Eisenzwerge eingreifen und aus dem Boden kommen. Der wird doch gültig sein, oder? Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Oh. Ja, die brauchen jetzt so lange, bis sie mal da durch sind. Aber hey, Abklingzeit ist ja ein bisschen hardcore, oder? So, alle Eisenzwerge killen, die dabei uns nicht in den Weg stellen. Der da. Ist noch nicht bereit. So. Oh, der hat verloren. Bist du ein gültiges Ziel? Nein, du bist kein gültiges Ziel, das ist doof. Der ist fast hin. Geht der noch? Jawohl, wir haben ihn nochmal den Arsch gerettet. Eine Blitzheilung gegeben. Da steht der Eisenzwerg. Eisenzwerge, gut durch. Bitte sehr. Ich denke, der wär's. So, du hattest. Der ist auch fast am Arsch. Also 2 Sekunden drin durchhalten. So, haben wir. Na komm, na komm, na komm. Und Schaderben. Gut. Das Einzige, was das nur kostet, ist jetzt gerade Zeit, weil man noch mal warten muss, bis die Mist hier abgeklungen ist. Oh, naja, gut. Trotzdem lustig. So, bitteschön. Wenn jetzt der Eisenzwerg, meine Hand ist eingeschlafen, ist doof. Finde ich richtig doof. Ups, der ist auch hin. Okay, komm. 3, 2, 1. Oh, oh. Der verliert den Jimmy. Bam. Naja, gut, den müssen wir ja nicht besiegen. Wir jetzt auch fix einen Abgang machen. So, Eisenrunenrecher. Ach, den müssen wir doch töten. Nicht verschwinden. Ran hier. Sehr blöd. Dass wir den töten müssen. Finde ich nicht cool. So. Pazifistin, so, ne? Wisst schon. So, dann fliegen wir mal zurück. Und dann hoffe ich mal, dass wir langsam die Quest mal für unten bekommen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir hier überhaupt die Quest für unten bekommen auf Hordenseite. Lass uns überraschen. Auf jeden Fall die Tagebücherseiten können wir noch sammeln. Hirschgeweihe müssen wir auch noch sammeln. Oh, so viel zu sammeln. Haben wir Sammelwut. Hi. Ihr habt unsere Verbündeten die Kraft gegeben, weiterzukämpfen. Und dafür danke ich euch. Trotzdem müssen wir einen Weg finden, diese Schlacht zu beenden, bevor wir überrannt werden. Na klar. Wenn wir die Verteidiger in Tormodan nicht besiegen, dann können die Eisenzwerge bis in alle Ewigkeit ausharren. Die Irdenen haben tapfer gegen die Konstrukte gekämpft, die Söhne des Eisens aufgebaut haben. Die Tunnel verengen sich zu schnell, als dass meine Riesenkameraden uns voll Nutzen sein könnten, was unsere Option einschränkt. Wärt ihr bereit, euch in die Stadt zu wagen und den Zwerg, der den Widerstand befehligt, zu töten? Klar. So, na dann. Können wir ja von oben reinfliegen. Ja, früher musste man sich hier echt durchkämpfen. War schon anstrengend, muss ich sagen. War schon echt anstrengend. Was ist denn da noch? Moment mal. Was ist das? Was ist hier unten da? Ach, nee. Das ist Trollzeugs. Das ist schon wieder was anderes. Ja, die Zwerge und die Trolle haben ihre Hütten hier ziemlich nah beieinander gelegt, muss man ja mal sagen. Tormodan. Da ist der Chef.
Irgendwie ist das schon scheiße, oder? Wir fliegen hier von oben rein. Stellen uns hinter ihn hin. Wir killen ihn! Und er starb. Und hinterher kann man einfach ganz wieder... Leck mich. Ja, ist schon gemein. Eigentlich. Naja. Kannst du nichts machen, wa? Steckst halt nie drin. Schön. Haben wir die Quest also auch geschafft. Hallo, Grotax. Servus. Oh, gibt Schuhe. Die sind auch schlechter. Gut gemacht, Shadow Warlock. Der Verlust des Kommandanten der Eisenzwerge sollte ausreichen, um die verbleibenden Verteidiger zu bezwingen. Die Irrenden sollten in der Lage sein, mit den Überlebenden fertig zu werden. Achso, ich muss mal was auswählen. Ohne eure Hilfe wären wir nicht dazu in der Lage gewesen, das Blatt in der Schlacht von Tormoran zu unseren Gunsten zu wenden. In diesen uralten Stadt tobt schon seit langem ein Kampf zwischen den Kräften der Erde und des Gesteins. Ich kann nur hoffen, dass wir die Situation eine Zeit lang beruhigt haben. Die Eisenzwerge können noch immer ihre Magie dazu benutzen, um meine Brüder zu versklaven. Gavrok sucht nach einem Weg, wie wir die runenbeschriebenen Riesen befreien können. Ihr könnt ihn auf einer kleinen Inselgruppe namens Ruinen von Thetis finden. Diese Gruppe liegt vor dem zentralen Teil der Ostwindküste gen Süden. Ja, da können wir, da geht das in der Tat auch noch weiter, das ganze, die ganze Sache hier mit den Zwergen. Und zwar ist hier, also das hier diese Inselgruppen. Da hinten sieht man, na, sieht man gerade schlecht. Fliegen wir auch noch hin. So, sammeln wir erstmal Papier. Ich bin der Recycling Boy. Recycling Boy. Wie viele Seiten haben wir? 8. Eine haben wir. So mit Absicht nur die aus, wo wir nicht kämpfen müssen. 2. Goldklee. Achso, der liegt auf Goldklee. Ich dachte, Alter, was ist denn mit denen los? Die seine Schätze verloren. Easy. Schön feige, aber. Und. Oh, hier kämpft gerade. 6. Noch zwei. 7. Ich will nicht kämpfen. Jetzt bist du gerade fertig, oder was? Okay, 7 haben wir. Die da hinten im Wald. Bitte. Genau. Und 8. Und werden wir fertigstellen. Didim. Bereit zur Abgabe bei wem? Warum? Ja, da. Ich überlege, ob wir jetzt mal die Insel stürmen. Einfach mal versuchen. Warum nicht? Alter. So. Okay, wir fliegen jetzt auf die Insel, wo die Worgenchefs ihr Unwesen treiben. Aragul. So, dann machen wir mal da alles platt soweit. Versuchen wir. Wäre schön, wenn es klappen würde. Oh, trollige Musik. Wir fliegen gerade über ein kleines Trolllager. Und nun bin ich mal gespannt, ob wir das schaffen können. Wäre natürlich cool. Einfach mal so einen Turm dahingesetzt. So, der erste sollte hier gleich vorne irgendwo rumstehen. Und hier sind Worgen unterwegs auf jeden Fall. Kultist. Da ist er, der ist auch Elite 74, wir sind 75. Ich würde sagen, wir probieren es einfach. Wir haben ja ein paar Fähigkeiten am Start. So, erstmal alles, was drumherum gibt, weg. Der kommt.
uns jetzt da nicht in die Quere, wenn ich den jetzt hierher ziehe? So, das sieht ja gut aus. Bis hier. Ich ziehe ihn über Seite. Alles hin. So, der ist weg. Einmal ab zum nächsten, der hier unten an der Küste sitzt. Wir machen erstmal alles draußen, bevor wir reingehen. Da ist er. Der Kleine. Der ist ja ganz schön groß, wa? Ah, da sitzen auch wieder ein paar rum. Wir schleichen uns mal von hinten ran. Versuch den mal so zu ziehen. Ja. Hat funktioniert. Sehr schön. Aber der hat ein Problem. Wir müssen uns auf jeden Fall eher auf den konzentrieren. Oh, der ist schon 75. Der ist ein bisschen härter, glaube ich. Aber shit happens. Ich hoffe, am Rand stehen ist jetzt nicht nachteilig. Nicht, dass der kickt. Ah, der kriegt mal Shadow Lone weg. Das ist gut. So, ein paar Seen, Feuer rein spammen. Wenn wir das kommt, machen wir wieder Jatfax. Machen wir lieber so. Mich zu. Das ist nicht gut. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ah, wir können nicht reiten, das ist ja ein Traum. Ach, das ist glaube ich dann erst am Eiskrone, wo wir dann tatsächlich auch fliegen können. Als Toter. Das ist ein bisschen blöd. Müssen wir zu Fuß dahin marschen. Ah, doof. Okay, die sind doch noch ein bisschen schwer. Aber wir haben es wenigstens versucht. Das wäre sonst auch ein bisschen witzlos, dass wir Dreier gespannen. Also eigentlich Gegner für drei. Alleine platt machen. Wäre ja schon ein bisschen hardcore. Hier sitzt auf jeden Fall der Riese. Hier sind die Ruinen von Tethys. Der gibt uns aber hier auch nur Eisenzwerge-Aufgaben. Ich werde jetzt schon mal überlegen, was wir jetzt am besten, am schlauesten machen. Schade, diese Questreihe hier mit Aragul hätte mich jetzt noch echt interessiert. Ist aber nicht drin. Erstmal. Ich rate, wir müssen oben auf den Berg rauf. Oder komme ich an meine Leiche auch so ran? Ja doch. So, beschwören wir mal erstmal. Ja, Trax wieder. Ich. So. Und dann mal Abgang. Gehen wir erstmal ein paar Quests ab. Zwei, die wir da oben haben, mit den Hirschgeweih werden wir noch machen. Bin mal gespannt, ob wir hier auch die mit den Bärengöttern die Questreihe kriegen. Das würde mich eigentlich auch mal interessieren. Die war eigentlich auch ganz cool. Ich hoffe es zumindest. Ja, und da hinten seht ihr schon die nächste Zwergenstadt. Den kleinen Schneegebiet da hinten auffragen. Und die Quest hier unten sind hier auch so eine Eisen. Es ist halt die Questreihe, die eben halt auf jeden Fall da hinten hinführt. Aber die ist auch irgendwie so anstrengend. Was ist das denn hier? Ach, der Handelsposten, ja, stimmt.
Wo war denn jetzt? Wo wollte ich denn jetzt hin eigentlich? Da, noch weiter rein. Gerade ein bisschen verwirrt. Nur so ein bisschen. Gut. Ja, da kommen wir doch dahin, wo wir hinwollen. Gut. Ja, ich sehe gerade auch, das ist gleich vorbei. Was ist das, was ihr da habt? Wer ist dieser Bran Bronzebart? Wie, du kennst ihn nicht? Bist blöd oder was? Die Eisenzwerge hatten keine Verwendung für ihn und ich verstehe nicht, warum wir ein Interesse an seinen Notizen haben sollten. Vortag hat recht, wir können uns diese Gelegenheit nicht durch die Lappen gehen lassen. Zum Glück weiß ich, wie wir das Tagebuch dieses Bran übersetzen könnten. Die Schamanen der Rotfang-Fullbox, die sich am Schrein des Herzblutes südlich des Lagers versammeln, pflanzten ein Kraut mit Namen Geisteratem an. Ein erfahrener Mystiker kann daraus einen Weihrauch herstellen, mit dessen Hilfe er sich die Weisheit der Geister der Vorfahren zunutze machen kann. Die Gärten der Schamanen sind ein wohlgehütetes Geheimnis. Doch such den Schamanen namens Grumbald ein Auge auf. Er sollte das Kraut bei sich tragen, da er es für seine Opfergaben an Ursok benötigt. Okay. Seid vorsichtig. Ja klar, machen wir doch. Seid gegrüßt. Hi, der Pferdebrüller. Solok nickt anerkennt. Gut gemacht, Shadowlock. Wir dürfen die Allianz keine einzigen Vorteile gewinnen lassen. Mögen die Vorfahren. Super, aber wir machen jetzt beim nächsten Mal weiter. An der Stelle mache ich jetzt erstmal Schluss. Obwohl, ich will mich hier noch, ne? Ihr wisst ja, ich habe... Was führt euch hierher? Da können wir gleich mal ein bisschen hier Schmutz verkaufen. Die Taschen einfach nur voll ballert. Cool, der Geomanten. Aha. So. Okay, Freunde, beim nächsten Mal geht's dann weiter. Und ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Was ist das denn? Eine bestickte Rüstung. Oi. Gut, Freunde. Geht bis zum nächsten Mal. Bye, bye.